Einen ORF, der durchsetzt ist von links-linken Marxisten, planwirtschaftlich organisiert am Königlberg, deswegen funktioniert er auch so gut, der dauernd nichts anderes macht, als Propaganda zu verbreiten. Wir haben es gesehen, links-linke Propaganda. Und in Corona-Zeiten, Herr Schröder, haben wir gesehen, wie objektiv der ORF wirklich ist. Es ist eine Schande für den ORF, denn wenn man sich diese Beiträge alle anschaut, was im ORF der Österreicher geheißen wurde, der sich nicht impfen ließ, dann kann sich der ORF gleich schämen wie diese Regierung. Das ist auch ein ganz klarer Fall. Ihr wollt eure schlechte Regierungsperformance so gut als möglich verkaufen. Dazu braucht ihr den ORF, der den Bürgern 24/7, 7 Tage in der Woche euer Handeln gut verkauft. Und natürlich brauchen das auch Organisationen wie eine WHO, logischerweise, wie der woke Zeitgeist. Nicht? Umso woker man ist, umso toller ist man. Und ihr braucht natürlich auch den ORF, um eines zu schaffen, Herr Kollege Schröder. Um eines zu schaffen, nämlich das Abnormale zur Norm zu erheben. Und da ist die Freiheitliche Partei nicht mit dabei.